Dein Darm ist ein wahres Wunderwerk und spielt eine entscheidende Rolle für deine Gesundheit. Er ist nicht nur für die Verdauung zuständig, sondern beeinflusst auch dein Immunsystem und sogar deine Stimmung. Doch was passiert, wenn dein Darm aus dem Gleichgewicht gerät? Und wie kannst du deinen Darm schützen und seine Gesundheit fördern? Genau darum geht es in unserem heutigen Video. Nummer 1. Joghurt für gesunde Darmbakterien. Joghurt ist reich an Probiotika, also guten Bakterien, die deine Darmgesundheit fördern. Sie helfen bei der Verdauung und stärken dein Immunsystem. Also, warum nicht den Tag mit einer Schüssel Joghurt starten? Nummer 2. Äpfel für Ballaststoffe. Äpfel sind eine hervorragende Quelle für Ballaststoffe, die deine Verdauung unterstützen. Sie enthalten auch Pektin, einen löslichen Ballaststoff, der als Nahrung für deine Darmbakterien dient. Ein Apfel am Tag hält also nicht nur den Arzt fern, sondern auch deinen Darm gesund. Nummer 3. Leinsamen für die Verdauung. Leinsamen sind kleine Kraftpakete, wenn es um die Darmgesundheit geht. Sie sind reich an Ballaststoffen und Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen im Körper reduzieren können. Einfach etwas über dein Müsli oder in dein Smoothie streuen und schon tust du deinem Darm etwas Gutes. Nummer 4. Bananen für den Elektrolythaushalt. Bananen sind nicht nur lecker, sondern auch gut für deinen Darm. Sie enthalten viel Kalium, ein wichtiges Elektrolyt, das bei der Regulierung der Flüssigkeitsbalance im Körper hilft. Außerdem sind sie leicht verdaulich und können bei Verdauungsproblemen helfen. Nummer 5. Knoblauch für das Immunsystem. Knoblauch ist ein wahres Superfood für deinen Darm. Er enthält präbiotische Fasern, die das Wachstum gesunder Darmbakterien fördern. Außerdem hat Knoblauch antimikrobielle und antivirale Eigenschaften, die dein Immunsystem stärken. Nummer 6. Ingwer gegen Entzündungen. Ingwer ist bekannt für seine entzündungshemmenden Eigenschaften. Er kann bei Verdauungsbeschwerden helfen und die Darmgesundheit fördern. Also, warum nicht mal einen frischen Ingwertee probieren? Nummer 7. Grüner Tee für die Darmflora. Grüner Tee ist nicht nur ein toller Wachmacher, sondern auch gut für deinen Darm. Er enthält Polyphenole, die das Wachstum gesunder Darmbakterien fördern können. Also, tausch deinen morgendlichen Kaffee doch mal gegen eine Tasse grünen Tee. Nummer 8. Vollkornprodukte für die Verdauung. Vollkornprodukte sind reich an Ballaststoffen, die deine Verdauung unterstützen. Sie halten dich länger satt und fördern das Wachstum gesunder Darmbakterien. Also, beim nächsten Einkauf lieber zu Vollkornbrot statt Weißbrot greifen. Nummer 9. Wasser für die Verdauung. Wasser ist essentiell für eine gesunde Verdauung. Es hält deinen Darm geschmeidig und fördert die Ausscheidung von Abfallstoffen. Also vergiss nicht, ausreichend zu trinken. Was hältst du von diesen Tipps? Mit welchen Lebensmitteln tust du deinem Darm etwas Gutes? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren. Vergiss nicht, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, damit du keine unserer Gesundheitstipps verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!